Zeit habe ich jede Menge. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Also bis zum 8.7. oder so habe ich noch Zeit. Also mehr, danach habe ich auch Zeit, aber weniger. Oder Anlasszeit. Ich genieße jetzt noch die Zeit, wo ich zu Hause bin. Oder jeden Tag zu Hause bin. Also bin den Tag zu Hause, aber. Dann gucke ich mal weiter. Nach Bremen kommst du. In Bremen bin ich auch schon öfters gewesen. Ich habe mal fast 3 Monate in Bremen gewohnt, im Internat. Ja, schreib mir doch mal irgendwie bei Instagram. Oder Facebook oder so. Kann ich auch mal nach Bremen kommen, für mich ohne so das Problem. Ich habe mir letztens schon angeguckt, Niedersachsen-Ticket, Deutschland-Tickets, weil die sind ja gar nicht so teuer. Wie gesagt, ich habe gar kein Problem mit. Jetzt ist mir auch ein Zug von Osnabrück oder Hamburg oder Frankfurt oder was weiß ich. Ich bin auch schon mit dem, wer ist das? Flixbus bis nach Frankfurt gefahren. Hat mir gar nichts ausgemacht. Da sagen wir so, komplett bis nach Hessen durch. Also bis nach Wächtersbach, von Osnabrück bis nach Wächtersbach mit dem Bus. Oder mit dem Zug, beides halt. Nicht dran gestorben, war alles prima, hat richtig Spaß gemacht. Also wäre auch kein Problem, wenn ich eine Freundin hätte oder so, die wohnt wie Hamburg, Frankreich nicht, sondern Frankfurt oder Hannover, macht mir auch gar nichts aus. Ich stehe halt morgens 2, 3, 4, 5 Stunden früher auf und bin zum Frühstück da, ungefähr. Oder wäre zum Frühstück da. Oder zum Mittagessen. Notfall würde ich auch mal auf dem Sofa schlafen. So wählerisch bin ich da nicht. So mal eine Sofadecke, so eine Kuscheldecke reicht auch völlig. Die Müllabfuhr ist gerade beim Nachbarn. Das ist eigentlich nur Mittagessen-Stream oder Frühstück-Stream. Macht ihr so? Foodporn.